Alex Schattler hat die erste Zeit als Sportchef beim Schlittschuhclub Bern ist ziemlich turbulent gestartet. Ein Haufen Personalien, die das müssen bearbeiten mussten. Besonders natürlich ausgelöst durch viele Verletzungen. Jetzt reden wir konkret über die kürzeste Geschichte im Lazarett vom SCB, Daniel Manzato. Wie geht es ihm aktuell? Er ist im Moment gerade beim Arzt. Er wird jetzt genauer untersucht und im Moment können wir noch nicht sagen, was genau das ist. Ist sicher etwas wieder mit dem verletzten Knie, also mit der Verletzung, die er schon etwas gehabt hat. Aber was genau ist, das kommt jetzt im Verlauf des Tages aus. Das Lazarett, das lichtet sich ein bisschen. Man sieht, es hat zwar immer noch einen Haufen Namen auf dem Blatt, wenn man das Matchblatt anschaut, aber wie sieht es konkret aus mit Spielern, die eventuell schon gleich zurückkommen könnten? Gibt es da schon News? Also eben mit den Spielern, die wegen einer Hirnerschütterung ausgefallen sind, da sieht es im Moment tatsächlich ein bisschen besser aus, wobei das ist unberechenbar, da weiss man nie, da ist immer Gefahr von einem Rückschlag vorhanden. Aber die sind zumindest wieder in einem leichten Training und wenn das so weitergeht, dann kann es tatsächlich sein, dass der eine oder andere in absehbarer Zeit zurückkommt. Gleich braucht man noch Lösungen für die Zeit mit so einem Haufen Verletzten. Mikko Kosa ist der nächste Name, der jetzt auftaucht auf dem SCB Matchblatt. Was ist das für ein Mann? Das ist ein Mann, der in den letzten 10-12 Spielen in KHL gespielt hat mit Zagreb. Sehr ein guter Läufer, kann den Puck schnell spielen, gut im Powerplay. Wir hoffen uns von ihm auch gewisse Stabilität in der Defensive, dass er seinen Job dort super erfüllt. Und ich glaube, er ist wirklich der richtige Mann im Moment, um uns hinten drinnen zu helfen.